Es war eine ganz besondere Erfahrung, so diese ersten Momente in diesem Land, in dem ich noch nie vorher gewesen war. Das fing schon damit an, dass man in dieses Land gar nicht so leicht hineinkam. Man musste nicht nur anhalten und seinen Pass zeigen, sondern man musste eigentlich fast alles, was man im Wagen geladen hatte, ausladen. Und das hat schon einige Zeit gebraucht. Und wenn dann alles endlich ausgeladen war und kontrolliert war, durfte man wieder einladen und durfte dann nach vielen Stunden des Wartens und des Ein- und Ausladens weiterfahren. Mittlerweile war es schon dunkel geworden und unser kleines Auto, wir waren beide Studenten, das war vollgepackt bis unters Dach, eine kleine Ente. Und immer wenn wir den Schlaglöchern versucht haben auszuweichen, wir mal bremsen mussten, dann rutschte von hinten so alles, was wir da mitgebracht hatten für Freunde, nach vorn und wir mussten immer aufpassen. Ja, und dann war es auch ziemlich dunkel in diesem Land. Also nicht nur, weil die Sonne schon untergegangen war, sondern Straßenlampen gab es irgendwie kaum. Und einmal hätten wir fast so einen betrunkenen, torkelnden Mann, der am Straßenrand lief oder eher halb auf der Straße mitgenommen. Das war ein besonderes Land. Als wir dann auch die erste größere Stadt hinter uns gebracht hatten, begegneten uns kaum Autos auf dem Weg. Man war fast alleine, so schien es. Und ich erinnere mich noch, irgendwann haben wir das Radio angemacht. Und ich konnte diese Sprache nicht, vielleicht ein paar Worte. Aber derjenige, der da sprach, das merkte man gleich, das war jemand Besonderes. Das spürte man so an der Stimme, die war sehr militärisch. Und ich hörte einige Zeit zu. Und ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment, als er aufhörte mit seiner Rede. Donnernder Applaus. Minutenlang, eine halbe Ewigkeit applaudierten die Leute. Also der muss Ungeheures gesagt haben, könnte man meinen. Diese besondere Persönlichkeit. Ist schon einige Jahre her und dieser Mann, der dort redete, diese Persönlichkeit, war Ceausescu, der damals Rumänien fest in seiner Hand hatte. Ich erinnere mich auch an den Moment, wo ich zum ersten Mal im Schloss Bellevue in Berlin sein durfte. Es war ein besonderes Vorrecht, weil das Staatsoberhaupt meines Heimatlandes hatte viele junge Leute eingeladen, die sich irgendwo aktiv eingebracht hatten, etwas getan hatten für die Gesellschaft. Und so hatten auch wir das Vorrecht, die wir für ADRA, der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe in Nepal waren. Wir gehörten auch zu denen, die eingeladen wurden. Und das war was Besonderes, in diesen Amtssitz des ersten Mannes in Staat zu kommen. Viele, viele Leute waren da. Eine lange Schlange und wir mussten geduldig warten, bis wir ihn sehen konnten. Und irgendwann kam er dann näher. Und dann war so mein Moment. Ein kurzer Moment, das gebe ich ja zu. Kein persönliches Kennenlernen. Aber immerhin, ich durfte ihm die Hand reichen. Damals Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident meines Heimatlandes. Und wahrscheinlich habe ich sie mal einige Tage nicht gewaschen, diese Hand. Das war ein ganz besonderer Moment. So, wenn man so Persönlichkeiten begegnet, Menschen, die eben besonders sind. Gestern Abend waren wir leider wiederum im Krankenhaus in Braunau. Meiner Frau ging es nicht gut und das Personal dort, das ihr wiederum Blut abgenommen hat, hat sehr schnell festgestellt, dass die Blutwerte nicht sehr gut sind. Und sie musste dort bleiben und wir warteten dort in diesem Gang dieses Krankenhauses. Ziemlich kahl ist dort alles und die Ärzte mussten entscheiden, auf welche Station sie kommen sollte. Und da saßen wir da so um 10:30 und plötzlich fiel mein Blick an dieser weißen Wand auf ihn, den man nicht nur im Krankenhaus in Braunau an vielen Wänden sieht, sondern bis heute auf den Titelblättern von Magazinen, die wir alle kennen. Jeden Tag, den wir beginnen, es ist ein neuer Tag, den wir zählen, ein Monat, ein Jahr.
Und eigentlich müssten wir immer hintendran sagen, 2015 nach ihm, nach Christus. Und wir können lesen in vielen Büchern über ihn. Und es gibt interessante Aussagen. Einer sagt zum Beispiel, wenn wir alle wichtigen Artikel sammeln, die jemals von hochqualifizierten Psychologen und Psychiatern in Sachen geistiger Gesundheit geschrieben wurden, wenn wir diese zusammenfassend kürzen und jeweils den Extrakt herausziehen, wenn es uns also nur um die Kernaussage, nicht aber um das Drumherum geht, und wir anschließend diese unverfälschten Teile rein wissenschaftlicher Erkenntnis präzise von den fähigsten Schriftstellern unserer Zeit ausdrücken ließen, so käme dabei nur eine eigenartige und unvollständige Zusammenfassung der Bergpredigt heraus, die bei einem Vergleich mit dem biblischen Text auch noch ziemlich stark verlieren würde. Was für eine Aussage. Da sagt jemand, das, was Jesus gesagt hat, das ist so reich, so tief. Oder ein anderer sagt über Jesus, je mehr Zeit vergeht, umso offensichtlicher wird, dass Jesus, gemessen an seinem Einfluss auf die Geschichte, das folgenschwerste Leben führte, das je auf diesem Planeten gelebt wurde. Einzigartig sozusagen, dieses Leben Jesu, das so starken, großen Einfluss hatte, das folgenschwerste Leben überhaupt, so drückt es hier ein Historiker aus. Und so glaube ich, ist es ein wichtiges Thema, ein gutes Thema, darüber nachzudenken, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus, diese besondere Persönlichkeit, die sich sicherlich dramatisch unterscheidet von Präsident Ceausescu oder dem Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker oder wem auch immer. Eigentlich, wenn wir an ihn denken, fallen uns vielleicht manche der Diskussionen der vergangenen Woche ein. Es gibt besondere Menschen, Religionsstifter, Philosophen, Menschen, die für viele Menschen auf diesem Planeten ganz besonders wichtig sind und die sie in Ehren halten wollen. Denken an Mohammed. Oder in unserer Zeit in Thailand, haben wir gar nicht weit von dem Ort, wo wir gelebt haben, gab es eine ganz große, ganz weiße Buddha-Statue, der White Buddha. Und man kam sich immer ganz klein vor, wenn man in die Nähe dieser massiven Statue kam. Konfuzius und andere, sie alle sind besonders für viele, viele Menschen auf dieser Erde. Aber keiner von ihnen behauptete selbst, Gott zu sein. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, dann finden wir diesen berühmten Abschnitt im Philipperbrief, den ich mit euch lesen möchte, wo es heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Meine lieben Zuhörer, wenn wir heute über das Thema nachdenken, wer ist eigentlich Jesus Christus, dann stellen wir von vornherein fest, den Anspruch, den er stellt, das ist ein ganz besonderer. Wie wir das hier so in einem dieser Bibelworte gelesen haben, Jesus Gott, der Mensch wird. Also Gott und Mensch. Und da unterscheidet sich Jesus von allen anderen und allem anderen, was es auf dieser Welt und in dieser Geschichte gibt. Was für ein Anspruch.
Wenn man sich damit beschäftigt und das ein oder andere liest oder auch den einen oder anderen Ort besucht, merkt man, es scheint wohl in fast allen Religionen so zu sein, dass Menschen besondere Orte haben, heilige Orte, an denen etwas Besonderes geschieht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen. Es sieht ein bisschen duster aus hier oder düster in der Präsentation. Das sind einige Bilder von einer Zeit, die schon etwas her ist. Es ist diese Zeit, wo ich in Indien studiert habe und natürlich diesen Ort, dieses größere Bild besucht habe, wo viele, viele Menschen jedes Jahr, jeden Tag hinkommen. Es ist die Stadt Varanasi am Fluss Ganges und man geht viele, viele Kilometer zum Teil, um dieses besondere Bad an diesem besonderen Ort zu nehmen, ein wichtiger Ort für die Gläubigen in diesem Gebiet. Oder die beiden kleineren Bilder zeigen einen der Tempel in Nepal, in der Nähe von Kathmandu. Und vielleicht kann man das gerade noch so erkennen im oberen Bild, das geht viele, viele Stufen hinauf. Und ich habe Menschen beobachtet, wie sie diese Stufen auf den Knien hinaufrutschen, mit Gaben, die sie dann bringen, ganz oben zu diesem Tempel. Und um diese Kuppel gibt es dann ganz viele Gebetsmühlen. Und wenn man um diese Kuppel herumgeht und diese Gebetsmühlen bewegt, dann kann man ganz viele Gebete sprechen, ganz viel Gutes tun. Ist das vielleicht so etwas, was diese heiligen Orte gemein haben? So dieses Empfinden, ich muss etwas tun, da ja etwas nicht in Ordnung ist, und dazu müssen wir gar nicht bis nach Indien reisen. In der ewigen Stadt gibt es ja auch so eine besondere Treppe, die heilige Stiege gegenüber vom Lateranpalast, und auch dort sind gläubige Menschen, die mit allem, was sie haben, mit ihrem ganzen Herzen diese Stiege sozusagen auch besteigen, hinaufrutschen. Und unten kann man dann auch lesen, dass wenn man das tut, dann kann man Teilablass bekommen oder sogar vollkommenen Ablass. Also da muss etwas erlassen werden, weil etwas da ist, das ich spüre, das nicht in Ordnung ist. Die Bibel nennt das meine Schuld, meine Sünde. Und es gibt auf den Philippinen einen Ort, Papangas heißt der, wir waren auch mal als Studenten da am Osterwochenende. Da lassen sich Menschen auspeitschen, bis das Blut läuft. Da lassen sie sich sogar kreuzigen. Und ich habe mit diesem Mann gesprochen, der da am Kreuz hängt. Er hat seinen Bruder umgebracht. Und er hat sich vorgenommen, mehrmals diese Tortur, wo die Nägel hineingeschlagen werden in die Hände, durchzumachen, um zu büßen. Heilige Orte. Ich bin schuldig und ich muss etwas tun. Ich möchte eine weitere Geschichte lesen, die wir ganz am Anfang der Bibel finden, wo ich glaube, die Grundlage all dessen eigentlich gelegt wird. Eine Geschichte, die uns wichtige Informationen gibt. Es ist dieser Abschnitt hier im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Zeit, wo der Mensch noch im Paradies war und wo Folgendes berichtet wird. Da heißt es, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist diese Geschichte im Paradies, wo Gott so viele Bäume geschaffen hat für die Menschen zum Essen, aber diesen einen Baum, wo er ihnen sagt, esst nicht davon. Und die Eva nähert sich diesem Baum, diese Schlange, die da zu ihr spricht. Die Bibel erklärt uns, dass das der Satan ist, der Teufel, und es geht eigentlich hier um diese Frage, wem sie mehr vertraut. Und die Geschichte geht dann weiter und das heißt, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn,
wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und die Bibel berichtet uns von dieser Zeit, nachdem Gott den Menschen gemacht hat, dass sie eigentlich eine ganz innige Beziehung, eine Freundschaft da war. Gott kam und sie begegneten sich. Aber jetzt hatten sie der Schlange mehr vertraut als Gott, hatten Gott nicht mehr vertraut. Und wir merken, die Geschichte erzählt, wie stark die Veränderung war. Da heißt es, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Wir merken, dieser Vertrauensbruch zwischen Mensch und Gott, das, was die Bibel Sünde nennt, das hatte dramatische Auswirkungen auf ihre Beziehungen. Der Mensch hatte kein Vertrauen mehr, er versteckte sich. Und die Geschichte erzählt uns, dass es Gott ist, der sich auf die Suche macht. Nach diesem Menschen, der ihm gerade nicht mehr vertraut hat. Und damit sagt uns die Bibel schon viel über diesen Gott aus, der diese Trennung nicht hinnehmen will. Und er kündigt den Menschen in diesem Moment an: Ich will das Problem für euch lösen. Und damit wird deutlich, dieser Gott, dieser Jesus Christus möchte unser Erlöser sein, der uns erlösen möchte von diesem Problem, von dieser Trennung. Und es ist interessant, dass die Geschichte dann auch so ausgeht, und wir gucken schon mal ein bisschen weiter in die Geschichte auf das Kreuz, weil wenn wir zurückschauen auf die Geschichte im Garten Eden, da heißt es dann am Ende, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Also diese Not, die aufgetreten war, dieses Nacktfühlen, dieses Entblößtsein, Gott sucht den Menschen nicht nur, er gibt ihm nicht nur die Perspektive, dass er das Problem lösen will, sondern er löst auch diese Not, er kleidet den Menschen an und findet diese Röcke von Fellen natürlich nicht irgendwo im Supermarkt. Sondern hier berichtet uns die Bibel davon, dass zum ersten Mal Geschaffenes sterben musste. Sozusagen ein Opfer. Die Tiere mussten sterben, damit die Menschen diese Röcke von Fellen bekommen konnten. Und dieses Motiv, dieses Opfer, Opfertiers, das finden wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Das zieht sich eigentlich so hindurch. Und ich glaube, es lohnt sich, da ein paar Kapitel weiter eine andere Geschichte anzuschauen, die uns einen wesentlichen Aspekt noch gibt über Jesus Christus. Es ist die Geschichte von Abraham, der von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und es heißt hier, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Also sie waren auf dem Weg zu dem, was Gott von Abraham erwartet hatte, nämlich seinen Sohn zu opfern. Und auf diesem Weg geschieht dann Folgendes. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Also Isaak realisierte, das Entscheidende fehlt, dieses Opfertier. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und auf diese Formulierung kommen wir gleich nochmal zurück. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus, fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Abraham war bereit dazu, er vertraute Gott so sehr. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin.
und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes Statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Eine interessante Geschichte. Und man könnte fast zu dem Abschluss, zu dem Verständnis kommen, wie das manch einer getan hat. Ist Gott hier der Schlechter? Aber wir merken, wenn wir genau hinschauen, Gott gibt Abraham diesen Auftrag, aber er möchte gar nicht, dass er das tut. Und ich glaube, durch diese Erfahrung hat Abraham ein Stück mehr verstanden und auch wir, wie wertvoll dieses Opfer war oder ist. Aber Gott ist der, der handelt, der alles sieht. Und ich möchte hinweisen auf eine besondere Formulierung hier in diesem Text. Da findet er den Widder, dieses Opfer, an seines Sohnes Statt. Und ich glaube, hier lernen wir sehr viel über die Erlösung, von der Luther mal gesagt hat, es ist dieser wundersame Tausch. Eigentlich sollte Isaak auf dem Altar liegen und geopfert werden. Aber Gott macht es so, dass im letzten Moment nicht Isaak, sondern ein anderes Opfer an Isaaks Stelle, sozusagen ein Stellvertreter. Was heißt das, Stellvertreter zu sein? Manchmal hilft uns die Welt des Sports und gibt uns Bilder, denke ich, die uns tiefes Verständnis geben können über die Wahrheiten, die wir in der Bibel finden. Ich weiß nicht, ob ihr sportbegeistert seid. Dieses besondere Rennen, an das das Bild hier erinnert, ist auch schon etwas her. Es war bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City. Es war ein Short-Track-Rennen. Also man ist auf dem Eis unterwegs mit ganz besonderen Schlittschuhen und man muss möglichst schnell eine gewisse Anzahl von Runden auf diesem Eis zurücklegen. Nun, wir sind im Finale. 5 Sportler aus unterschiedlichen Ländern hatten es geschafft. 4 davon waren eigentlich gesetzt. Sie waren von diesen großen Sportnationen, wo man erwartet, dass sie in den Endkampf kommen, dass sie die Medaillen abstauben. Einer war eigentlich eher zufällig durch gewisse Umstände in dieses Finale gekommen und war von Anfang an chancenlos. Dieser junge Mann kam aus Australien. Und ich habe im Internet gelesen, dass in Australien bis heute so diese Formulierung Doing a Bradbury ein feststehender Begriff ist, ein Synonym ist für eine Situation, wenn jemand chancenlos, unverdient, ganz überraschend Erfolg hat. Doing a Bradbury. Was ist passiert in diesem Finale? Nun, der Startschuss fiel und es trat das ein, was man erwartet hatte. Die 4 Sportler aus den entscheidenden Nationen übernahmen die Führung und der Sportler aus Australien, Steve Bradbury, war am Schluss und je mehr Runden sie drehten, desto deutlicher wurde der Abstand. Man kann sich das bis heute im Internet anschauen, also das ist wirklich ein besonderes Rennen. Und als dieses Rennen dann so auf die Zielgerade geht, so die Entscheidung, es ist die letzte Kurve in diesem Oval, in der letzten Kurve, da passiert es irgendwie, dass 2 dieser Sportler sich berühren, das Gleichgewicht verlieren und dass sie hinschlittern auf dem Eis. Und während sie stürzen, reißen sie die anderen beiden auch noch mit. Also in wenigen Worten, alle 4 Favoriten liegen auf dem Eis und der eine, den man hier vorne im Hintergrund sieht, der wird dann am weitesten nach vorne geschleudert und er kommt fast an die Ziellinie dran. Aber eben nur fast. Und Steve Bradbury ahnt von nichts, er ist immer noch ganz gemütlich auf dem Eis. Er fährt über die Ziellinie und schafft einen historischen Sieg. Noch nie war es gelungen, dass ein Australier bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille holt. Aber er tut es und eigentlich hätten sie ihm die Silber- und die Bronzemedaille auch gleich noch geben können. Es ist hochinteressant, sich das anzuschauen. Ja. Also wie überraschend, und man kann seinem Gesicht ansehen, welche Überraschung, welche Freude da ist. Vollkommen chancenlos, unverdient, bekommt er das, was das größte Ziel ist eines Sportlers, die Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Vielleicht ein Bild aus unserer Zeit, das uns deutlich, vielleicht ein Stück weit mehr verdeutlichen kann, so einen Aspekt
dieses Jesus Christus, der genau dieses Lamm, was damals für Isaak auf den Altar gelegt wurde, genau das für uns sein will, nämlich mein Stellvertreter. Meinen Platz einzunehmen und mich zum Sieger zu machen und nicht mehr zum Verlierer. Und das Erstaunliche dabei scheint mir, und das soll durch dieses Bild hier illustriert werden, wenn es jemand gibt, der mich kennt, und zwar nicht nur das Äußerliche, nicht nur das, was man von mir weiß, sondern der all die verborgenen Dinge kennt, all die, über die keiner reden möchte, die versteckt sind, wenn das einer ist, dann ist das Jesus Christus. Und ich glaube, das ist beeindruckend, so wie es ein Liedtext mal sagt, weil er mich kennt und trotzdem liebt. Trotzdem möchte er dieser Stellvertreter sein. Nun, wir haben eingeleitet und haben an einige berühmte Persönlichkeiten gedacht. Wenn man berühmte Persönlichkeiten treffen will, ist es oft so, dass man einen Termin vereinbaren muss, schon lange im Voraus, dass man vielleicht im Wartezimmer Platz nehmen muss für einige Minuten, einige Stunden. Jesus ist nicht nur Mensch und Gott. Er will nicht nur mein Erlöser sein, mein Stellvertreter. Jesus möchte auch mein Priester sein. Und auch diesen Aspekt von Jesus Christus möchte ich durch dieses Bild veranschaulichen. Das Bild der Brücke. Und jeder von uns weiß, die Brücke hat die Funktion, eben einen Abgrund oder irgendwas zu überbrücken, damit man von der einen Seite zur anderen kann. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für die Wahrheit, dass Jesus auch mein Priester sein möchte. Er möchte verbinden, diese Kluft, die entstanden ist durch die Trennung, durch die Sünde, wieder zusammenführen. Und zwar nicht nur in irgendein Vorzimmer, wo ich warten muss, bis er Zeit für mich hat, sondern die Brücke, die Jesus baut als mein Priester, die geht direkt in das Herz Gottes. Ohne Vorzimmer, ohne andere Menschen. Er sagt, ich bin dein Priester und bin damit immer und überall für dich da. Was für ein Vorrecht. Jesus, mein Priester. Und ein letztes Bibelwort, das ich noch lesen möchte, für dieses große Thema, das wir sicherlich nur ganz begrenzt heute hier behandeln können, ist dieses Wort, das Jesus selbst sagt, im Johannesevangelium. Man kann sich das ganz gut merken, 15,15. Und da sagt Jesus, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus, Mensch und Gott, Erlöser, Stellvertreter, Priester und Freund. Jesus redet hier ganz deutlich davon, dass es sein Anliegen ist, Freund mit uns zu sein, unser Freund zu sein. Was bedeutet das? Hat das Auswirkungen auf mein Leben? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Situation eingefallen, die eine sehr ernste war. Manchmal spürt man ja echte Freundschaft gerade in den besonderen Herausforderungen des Lebens. Ich bekam einen Anruf, ich war gerade etwas weiter unterwegs zu einer Besprechung, und ich bekam einen Anruf von einer jungen Frau, die ich schon einige Jahre nicht mehr gesehen hatte. Ich kannte sie von der Jugendgruppe, aber hatte sie ein bisschen aus den Augen verloren. Und sie rief mich an diesem Abend und kam relativ schnell zu ihrem Anliegen. Sie hörte sich nicht gut an. Sie war verzweifelt und in Trauer. Ihre Frage war, ob ich bereit wäre, einige Tage später eine Beerdigung zu übernehmen. Natürlich, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Und da wir wenig Zeit hatten und ich auch ein ganzes Stück von ihr geografisch entfernt war, erzählte sie mir dann am Telefon so ein Stück den Hintergrund zu dieser Beerdigung. Es war ihr Kind, das beerdigt werden musste. Dieses Kind war nur wenige Tage alt geworden. Es war an einem Abend,
Sie war unterwegs, hat eine Diskothek besucht und auf dem Rückweg kam ein Mann aus dem Gebüsch, hat sie in dieses Gebüsch gezerrt und hat sie vergewaltigt auf dem Weg zurück zu ihrer Wohnung. Ein traumatisches Erlebnis. Sie hat sich dafür geschämt. Sie hat mit niemand darüber gesprochen. Einige Zeit später stellt sie fest, dass sie aufgrund dieses furchtbaren Moments schwanger geworden ist. Wieder spricht sie mit niemand darüber. Es ist erst kurz vor der Geburt, dass die Eltern bemerken, dass sie schwanger ist. Dieses Kind kommt zur Welt und überraschenderweise stirbt es wenige Tage nach der Geburt. Das war ihre Situation. Deshalb rief sie mich an. Schwierige Situation. Natürlich für sie, für ihr ganzes Umfeld. Ich muss auch zugeben, für mich war es schwierig. Ich überlegte mir, was soll ich sagen? Und ich kam an diesen Ort. Es war ein größerer Friedhof. Ich erwartete wenige Menschen und kam in dieses Leichenhaus, in diesen Raum, wo der Sarg noch stand. Es war dieser kleine weiße Sarg, den ich erwartet hatte. Aber als ich in diesen Raum hineinkam, erwartete mich etwas, was mich total überraschte und was mir sofort bewusst machte, dass ich die Situation total falsch eingeschätzt hatte. Ich hatte nicht mal nach dem Namen für dieses Kind gefragt. Ich hatte meine Ansprache so vorbereitet, dieses Kind gar nicht zu benennen mit Namen. Aber ich hatte mich getäuscht. Dieses Kind hatte einen Namen. Und dieser Name war mit wunderbarer Schrift geschrieben oben auf diesem Sarg. Und dieser Sarg war nicht ganz alleine in diesem Raum. Auf diesem Sarg lagen Blumen über Blumen, Kuscheltiere und vieles mehr. Und ich war bewegt von dem Moment zu erleben, welche Liebe diese Mutter für ihr Kind hatte, das nur wenige Tage gelebt hatte, dass sie unter furchtbaren Umständen wurde das gezeugt. Und trotzdem liebte sie dieses Kind. Und ich war beschämt über meinen Ansatz. Sie ist ein Beispiel für Menschen, die durch die Liebe Jesu Liebe an andere weitergeben. Sie und viele Hunderte und Tausende Menschen in der Geschichte unseres Planeten sind ein Zeugnis von der Liebe Jesu, dessen Freundschaft, dessen Nähe Menschen verändert, aus Egoisten Menschen macht, die liebevoll sind, aus Abhängigen freie macht. Was für ein Zeugnis, was für ein starkes Zeugnis, dass dieser Jesus auch mein Freund sein will und damit eine Kraftquelle, die mir hilft in Momenten, die manchmal ganz schwierig sein können auf diesem Planeten Erde. Josh McDowell fragt in einem seiner Bücher, Jesus, Schwindler, Wahnsinniger oder Herr? Und wir müssen uns die Frage stellen, kann ein Schwindler oder ein Wahnsinniger das Leben von Menschen so verändern, wie von dieser jungen Mutter und vielen mehr, die Freunde mit Jesus geworden sind und dadurch eine Kraftquelle haben, die andere eben nicht haben, die gefestigt sind? Ich finde, das folgende Zitat bringt diesen Gedanken, vertieft ihn sehr gut, wo es heißt, mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche, dass ich am Ende bin und allein nicht weiterkomme. Ich brauche Gott, dass er mir hilft zu geben, denn ich scheine das nicht mehr zu können. Dass er mir hilft, freundlich zu sein, denn auch Freundlichkeit gelingt mir nicht mehr. Dass er mir hilft zu lieben. Denn auch die Fähigkeit zu lieben, scheine ich schon verloren zu haben. Und wenn ich an meine Frau denke, die gerade, weil die Ansteckungsgefahr so groß ist, ganz alleine irgendwo in diesem Krankenhaus in Braunau liegen muss,
dann sagt uns, ihr, mir, uns allen, dieser Herr Jesus auch, auch in diesen Situationen möchte ich Kraftquelle für dich sein. Möchte, dass du mich erlebst, dass ich dich hindurchtrage. Jesus Christus. Und einer, vielleicht ist es der, der das Mittelalter, die Zeit des Mittelalters unseres Abendlandes gedanklich mit am stärksten beeinflusst hat. Der Kirchenvater Augustinus sagt, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in ihm, in Jesus Christus, der, so sagt es die Bibel, Gott und Mensch ist, einen ganz besonderen Anspruch, der mein Erlöser ist, der mich befreien will von der Qual, von der Last, der Schuld, in dem er auch mein Stellvertreter sein will, obwohl er mich kennt, all auch die verborgenen Dinge, der mein Priester sein möchte, der mich immer in das Audienzzimmer Gottes einlädt, zu jeder Tag- und Nachtzeit ohne Warteschleife und der uns zuruft in Johannes 15, Vers 15, dass er unser Freund sein will und damit Kraftquelle für unser Leben. Es war genau in dieser Zeit, als ich mit einem guten Freund in Nepal war, in diesem Missionskrankenhaus von Adra. Und eines Tages kamen zwei Freunde. Der eine stützte den anderen. Sie kamen von einem Dorf in den Bergen, irgendwo weiter oben im Himalaya. Und sie kamen zum Krankenhaus. Was war passiert? Man kann es im Hintergrund vielleicht ein bisschen erkennen. Der Freund war von einer Schlange gebissen worden. Und diese Menschen in diesem Dorf hatten kein Vertrauen zu den Ärzten, zu den christlichen Ärzten unseres Krankenhauses. Und so taten sie das, was sie dachten, dass das Beste wäre. Nach diesem Biss, um das Gift nicht in den ganzen Körper gelangen zu lassen, banden sie seinen Arm ab, zweimal den Unterarm und zweimal den Oberarm. Und dieser junge Mann blieb in seinem Dorf so einige Tage, bis es gar nicht mehr ging, bis es gar nicht mehr ging. Und dann erst machten sie sich auf den Weg, weil sie kein Vertrauen hatten zu den Ärzten dieses christlichen, dieses adventistischen Krankenhauses. Und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Bild, als sie runterkamen und man sah sie schon, er stützte seinen Freund und irgendwann waren sie dann dort und die Ärzte nahmen sich dieser Situation gleich an. Und ihr seht, hier liegen sie zusammen noch im Bett. Das war immer so. Man hat immer einen Angehörigen, einen Freund eingeladen, für den anderen zu sorgen, weil das Pflegepersonal so knapp war, dass es anders gar nicht ging in diesem Krankenhaus. Und es war genau an dem Tag, wo ich im Operationssaal dabei sein durfte, um ein Stück weit zu helfen, als er und manche andere operiert wurden. Glücklicherweise war dieses Abbinden nicht so geschehen, dass gar kein Blut mehr floss in diesem Arm. Es war der linke Arm, glaube ich. Aber dieser Arm war aufgequollen und er war dunkelbraun. Und dann habe ich zugeschaut, wie der Arzt dann einen schlimmen Eingriff vornehmen musste. Dieser junge Mann hat 3 seiner Finger verloren, die nicht mehr zu retten waren. Sie waren abgestorben. Sie waren tot. Können wir uns ein Leben vorstellen, an einer Hand haben wir nur 2 Finger? Wisst ihr, was das Furchtbarste an dieser Geschichte ist? In diesem Gebiet gab es zwar Schlangen, aber es gab keine giftigen. Wie furchtbar, wie traurig. Wie schade, dass sie kein Vertrauen hatten zu diesen Ärzten, die hätten helfen, aufklären können. Wir haben heute ein kleines Fenster aufgemacht und haben über das Thema nachgedacht. Wer ist Jesus Christus? Und das ist kein theoretisches, glaube ich, sondern ein sehr praktisches, nahes Thema. Er möchte, dass wir wissen, wer er ist. Er möchte, dass wir Vertrauen haben. Wir haben kurz nachgedacht darüber, dass er Mensch und Gott ist. Dass er Erlöser ist, er möchte mein Erlöser sein, mein Stellvertreter, mein Priester, mein Freund, meine Kraftquelle, so wie wir das ganz zum Schluss auch gehört haben.
Die Frage ist, was sagst du dazu, zu diesem Angebot, das uns Jesus heute gemacht hat?